Denn ich weiß, dass die ein neues Warp-Cobble bauen wollten, war da bisher aber noch nicht und weiß jetzt nicht, ob ich beim alten Warp-Cobble spawne oder schon beim neuen. Deswegen Leute, 3, 2, 1, Warp-Cobble, ahoi! Und es ist, oh mein Gott. Boom! Darf ich den behalten? Eher nicht. Hallo Leute, es fühlt sich so ein bisschen für mich an, als hätte ich jetzt 3 oder 4 Wochen einfach gar nicht mehr Let's Build Hogwarts aufgenommen, einfach weil das hier auch die erste Folge ist, die ich in meiner neuen Wohnung aufnehme. Und ja, dementsprechend, also für euch wird das wahrscheinlich nicht so wirklich bemerkbar gewesen sein, weil, naja, die Folgen regelmäßig immer dann kamen, wann sie halt vorgesehen waren. Ich habe allerdings viel vorproduziert und ich muss mich jetzt, glaube ich, auch erstmal wieder so ein bisschen einfinden. Ich tue es schon so, als würde ich Minecraft beherrschen und das wäre jetzt der einzige Grund, warum ich das nicht könnte. Aber, ja gut, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass Minecraft nicht eine allzu große Stärke von mir darstellt. Aber ich werde mir trotzdem Mühe geben, Leute. Und es ist jetzt auch bald ein neues Format angesetzt, was ich mit dem lieben Gaming Guides aufnehmen werde. Und wo er mir Minecraft mal so ein bisschen genauer zeigen wird in der 1.19 wohlgemerkt. Das wird sehr, sehr spannend. Vielleicht werde ich dort ja, die ein oder andere Sache dazulernen, die ich dann auch hier im Projekt einsetzen kann. Aber naja, Ducky vs. DR von Carmen hat ja auch schon gezeigt, dass das Ganze schon ein bisschen länger, also wenn ich das über einen längeren Zeitraum beigebracht bekomme, dann könnte es womöglich irgendwann Früchte tragen. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, Leute. Aber schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Jetzt hier auch zu den letzten 2 oder 3 Wochen, wo ich noch mit 4 Folgen LBH am Start bin. Denn, ja, ich habe ja schon in der letzten Woche erzählt, dass der Uploadplan ab dem 1. September geändert wird. Sprich, ab dem 1. September kommen nicht mehr 4 LBH-Folgen, sondern nur noch 2 Folgen pro Woche. Das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund, den ich ja auch schon zu Genüge, denke ich, erklärt habe. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann schickt sie mir einfach im, ja, in den Kommentaren. Dann werde ich da vielleicht nochmal gesondert dann in den Kommentaren drauf eingehen. In Kurzform, ich möchte gerne ein bisschen, ja, meinen Uploadplan reduzieren in dem Format, dass ich halt, ja, ein bisschen freier sein möchte, auch andere Formate zu machen. Ich muss auch sagen, dass LBH so ein Format geworden ist, was zwar immer noch so mein Baby ist, aber es hat ja auch so zuletzt ein bisschen an der Motivation gehapert, was einfach auch, ja, zum Teil daran lag, weil ich das jetzt seit insgesamt 8 Jahren mache. Und 8 Jahre, das ist halt einfach eine enorme Zeit und ich denke, niemand, der authentisch ist oder niemand, der immer vollends die Wahrheit sagt, würde bezweifeln, dass solche langen Formate irgendwann mal an Motivation verlieren. Was natürlich nicht bedeutet, dass dieses Format nicht trotzdem mein Baby ist, ich es über alles liebe und dementsprechend natürlich ja, am Leben erhalte, nur halt etwas runtergeschraubt. Genau, soweit, so gut. Leute, ich wollte jetzt gerade nochmal hier euch einen Bereich zeigen, der morgen im Livestream eröffnet wird. Morgen findet nämlich der erste Livestream nach meiner 3-wöchigen Pause statt. Ich freue mich so unendlich doll darauf, weil, naja, hier sind überall Barrikaden. Hier ist eine, da ist eine und da hinten habt ihr ja gesehen, ist auch eine. Ich freue mich schon so sehr, das Ganze wieder zu eröffnen, weil ich liebe diesen Gang hier. Ich finde, da haben wir richtig gute Arbeit geleistet. Und ja, vor allem ist das auch ein sehr wichtiger Gang für Let's Build Hogwarts, weil hier das Ganze, ne, verbunden ist, also das eine Gebäudekomplex mit dem anderen. Aktuell laufen die Spieler, das kann ich euch mal eben zeigen, wenn ich da einen Einblick drauf habe. Moment. Genau, da laufen die Spieler nämlich momentan durch. Das ist so ein separater Sonderweg, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und genau, es gibt aber noch einige andere Bereiche, die auch noch freigeschaltet werden, freigemacht werden, genau, ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, was habe ich heute für eine Aufgabe mit euch vor? Also, ich möchte ein bisschen am Stein der Weisen weiterbauen, weil das ja auch eine Aufgabe ist, die wir vor einiger Zeit angefangen haben, die immer noch so ein bisschen, ja, also wo noch viel gemacht werden muss, logischerweise. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich habe da so ein paar Ideen und wir waren ja zuletzt auch beim Schachfeld am Rumwerkeln. Aber ich habe mir auch vor der Folge hier so eine ganz kleine Liste angefertigt, mit Aufgaben, die aktuell so in der Schwebe stehen. Dazu gehört ja auch zum Beispiel das Zentaurenlager, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, gebaut. Wie gesagt, ich habe längere Zeit vorproduziert, ich bin jetzt nicht mehr ganz so drin, das wird jetzt Stück für Stück mit euch zusammen passieren wieder, dass ich so auf den neuesten Stand komme. Aber ja, da haben wir weitergebaut. Wir haben, genau, da hinten das Gebäude kommt, also, ne, ihr wisst,
vielleicht jetzt, also da hinten beim Verwandlungsinnenhof, da haben wir ein neues Gebäude dran gesetzt oder wollen ein neues Gebäude dran setzen. Die Burgmauer habe ich weitergebaut und da musste natürlich auch wieder, ne, ein bisschen was passieren. Aber für die Abwechslung habe ich gedacht, wäre jetzt leicht die Kammer des Schreckens vor allem. Genau, ja, Leute, schlauer geworden bin ich leider in dieser Pause auch nicht. Das tut mir wahnsinnig leid. Oh, hallo Flo, schön, dass du da... Flo, sag den Leuten hallo. Flo, hey, ich hatte 3 Wochen Livestream-Urlaub. Du musst jetzt hallo sagen. Frecher Typ. Ja, er hat mir gerade noch hier den NPC-Stab freigeschaltet, weil ich gerne auch in der heutigen Folge mit euch so ein paar Figuren setzen wollte, weil, ne, die fehlen jetzt hier auf dem Schachfeld noch. Und, ja, ich denke mal, wir sind aber eigentlich ganz gut hier vorwärts gekommen. Es gibt jetzt noch ein paar wenige Aufgaben, die ich mit euch machen möchte. Nämlich auch unter anderem hier, ja, für ein bisschen mehr Ruinen, also hier diese kaputten Schachfiguren sind ja hier angedeutet. Und auch das Wandprofil muss hier noch ein bisschen weitergeführt werden. Und ich glaube, das wäre jetzt eigentlich eine ideale Aufgabe, um damit mal anzufangen. Und auch so ein bisschen, ja, Real Talk zu betreiben, ein bisschen mit euch zu quatschen, worauf ich echt Bock habe. Weil, naja, innerhalb der letzten 3 Wochen ist einfach viel in meinem Leben passiert. Sehr, sehr viel. Ich will auch einiges davon im Livestream ansprechen, weil ich finde, so ein Livestream ist dafür ein bisschen besser geeignet. Man hat einfach die Möglichkeit, mit euch direkt zu reden und direkt Feedback zu bekommen. Deswegen will ich nicht alles vorwegnehmen. Aber es erwarten euch einige sehr, sehr krasse Real Talk-Videos. Also, ich muss sagen, in meinem Leben und gerade meine Persönlichkeit, meine Person an sich, hat momentan eine enorme Entwicklung durchlebt. Ich weiß nicht, woran es hauptsächlich liegt. Ich würde das jetzt nicht an einer Sache festmachen. Es sind viele, ja, Teilaspekte, die damit reinspielen. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass, ja, ich auf dem Elbenwald-Festival, genau, reden kann ich echt nicht, Leute, wieder viele von euch getroffen habe. Und das ist jedes Mal eine unglaubliche Motivationsspritze. Einfach die Leute, die einen immer wieder schauen, so selber dann im Real Life zu treffen, deren Gesichter zu sehen und vor allem deren Freude wahrzunehmen. Ja, das ist natürlich atemberaubend toll. Aber auch da will ich jetzt nicht so doll drauf eingehen, denn auch das Thema bekommt nochmal eine gesonderte LBH-Folge, wo ich über das Elbenwald-Festival im Genauen quatsche. Pro und Contra, ne? Ihr wisst Bescheid, das gibt's ja jedes Jahr. Und, genau. Ansonsten natürlich auch der Umzug an sich. Also die Tatsache, dass ich umziehen musste, war für mich am Anfang erstmal, ja, eine Information, die mich gar nicht gefreut hat. Logischerweise, ne? Man wird aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen. Der Alltag wird verändert, man hat sehr viel Stress mit dem Umzug selber und bei mir kommt halt nochmal mit dazu, dass ich halt selbstständig von zu Hause aus bin, sprich, ja, ich arbeite halt in meinem Arbeitszimmer, was in meiner Wohnung liegt und dementsprechend, wenn ein Umzug stattfindet, muss die ganze Technik abgebaut werden, es muss wieder alles neu aufgebaut werden, die Angst, dass irgendwas kaputt geht, sie ist allgegenwärtig und ja, das ist halt alles gar nicht so geil und im ersten Moment war ich dann natürlich auch so, naja, muss jetzt nicht unbedingt so sein, das ist jetzt nicht so geil, aber ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet war es doch tatsächlich nicht nur aus der Perspektive cool, weil ich jetzt eine echt schöne neue Wohnung habe, sondern auch was meine Entwicklung anbelangt und dazu gleich ein bisschen mehr. Ich muss jetzt allerdings nochmal eben zu Warp Cobble. Und ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, Leute, da werdet ihr wahrscheinlich besser Bescheid wissen. Also alle die Flo's und Nevios, ja, Livestreams geschaut haben. Denn ich weiß, dass die ein neues Warp Cobble bauen wollten. War da bisher aber noch nicht. Und weiß jetzt nicht, ob ich beim alten Warp Cobble spawne oder schon beim neuen. Deswegen, Leute, 3, 2, 1, Warp Cobble, ahoi! Und es ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder? Doch, klar, ist das, ich dachte gerade, oh Gott, vielleicht hat der Urlaub einfach mein Gedächtnis komplett gepiept, aber nee, das ist definitiv neu. Oh mein Gott, willkommen, hier steht sogar nochmal, willkommen im neuen Warp Cobble. Die untere Etage ist ähnlich wie die des alten Lagers, daher sollte alles schnell zu finden sein. Oh, sie haben mitgedacht für mich selber, das ist so lieb von denen. Weil sie wahrscheinlich wissen, dass ich ein Holzkopf bin und direkt mich erlaufen würde, wenn es anders gebaut wäre. Was haben wir hier? Bitte die Werkbänke stehen lassen. Danke. Das ist wahrscheinlich auch für mich gedacht. Ey, aber manchmal... Mann, bitte die Deko... Ja, ich lasse sie. Ist ja gut. Manno. Na gut, dann lassen wir die da halt stehen, Leute. Wobei, wenn sie nicht hinschauen... Nein, Spaß. Was haben wir hier? Also die Kisten selber. Kisten bitte von vorne nach hinten. Ah, das ist so cool, dass das auch alles beschriftet ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass
die Glasscheiben hier in der Form eine Bedeutung haben, dass ich da nicht dran darf, weil ich, glaube ich, zuerst, genau, hier an die dran muss, also quasi die, die nicht mit Glas abgesichert sind. Und auch natürlich die obligatorische Redstone-Fackel, die mir sagt, an welche Kiste ich zuerst dran soll. Also in dem Fall, ja gut, jetzt sind eh alle voll, ne, also das hier ist die erste. Mega nice. Also Flo und Nevio, wenn ihr hier gerade zuschaut, ich würde mich freuen. Respekt an dieser Stelle. Durch den Umzug hatte ich leider nicht die Chance, bei den Livestreams dabei zu sein. Ich werde auf jeden Fall mal nach der Folge hier schauen, ob sie die online gelassen haben. Weil da würde ich trotzdem mal gerne reinschauen und mir das alles so anschauen, wie sie das gemacht haben. Aber, oh, ist er da? Nee, da ist Carmen. Oh, Hallöchen! Es ist so echt mega cool. Auch hier zwei Ofensysteme noch mit dabei. Hier haben wir noch einen Verzauberungstisch. Kann man da auch maximal verzaubern? Ja, 30er Verzauberungen sind möglich. Geil. Und da haben wir noch ein anderes Ofen. Wieso sieht das anders aus als... Wo ist der Unterschied bei den beiden? Waren sie zu faul, das so zu... Ach so. Das ist hier mit so einem komischen Meißel-Dingsbums-Teil. Spannend, spannend. Und hier natürlich zwei Lavi-Mülleimer. Ja, geil, Leute. Ich bin eigentlich hier, weil ich ein bisschen Stuff brauche. Aber ich denke mal, so in der ersten Folge kann man sich das hier nochmal eben anschauen und zu Gemüte führen. Wir haben jetzt hier noch eine zweite Etage. Info zur oberen Etage. Es gibt mehrere Bereiche, nach denen die Items sortiert werden. Den jeweiligen Bereich erkennt man an den Blöcken, die davor sind. Info zur oberen Etage. An den Holzsäulen neben den Kisten hängen Rahmen mit den jeweiligen Kisteninhalt. Für die vorderen Kisten sind diese jedoch erst sichtbar, wenn man selbst in dem Bereich ist. Okay. Oh, es ist auch so viel schöner als das letzte Warkorbel. Es hat... Ach, da sind die... Ach, das ist ja episch. Also ich werde wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte brauchen, bis ich mir das alles angewöhnt habe. Das liegt aber bei weitem und überhaupt nicht an deren Vorgehen, sondern halt einfach an meiner Verpeiltheit. Aber sie haben es mir schon echt leicht gemacht. Also das muss man sagen. Wenn ich jetzt immer noch so große Probleme habe, dann tut mir das echt voll leid, weil wie viel Mühe die sich einfach gegeben haben. Es sieht echt mega schön aus. Ja, Leute, was sagt ihr? Findet ihr das neue Warp-Kobbel toll? Wenn ja, dann schreibt mal liebe Grüße in die Kommentare an Nevio und Flo, die das zusammen gemacht haben. Oh, hallo Carmen, Hallöchen. Ist sie da? Ah, sie ist da, Hallöchen. Genau, und ja, hier haben wir auch noch Stuff. Okay, aber ich glaube, eine weitere Etage... Nee, das ist die obere und darüber gibt es dann wahrscheinlich... Nee, gibt es nichts mehr, ne? Doch, hier ist noch eine Treppe. Okay, warte, wir gehen nochmal eine Etage nach oben. Und da sind wir dann auf dem Dach selber. Okay, nochmal eben Zeitumkehrer, Ahoi. Ich hab's vermisst, das zu sagen, Leute. Ich hab's sehr vermisst. Oh mein Gott. Ja, der Bereich ist ja jetzt... Also, der Grund, warum ein neues Warp-Kobbel gebaut wurde, war, weil das alte Warp-Kobbel in einem Bereich lag, was wahrscheinlich bald abgebaut wird, weil da der Schwarze See hinkommt, genau. Und, ja, genau, weil, das natürlich dann dementsprechend irgendwann abgerissen wird, so wie für den Kohletagebau im Real Life. Das ist ein sehr kontroverses Thema, Daniel. Warum tust du das? Genau, musste das hier weichen und musste neu gebaut werden. Und Flo und Nevio haben direkt die Initiative ergriffen und das quasi im Survival... Sie haben das sogar im Survival-Mod gemacht, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also soweit ich weiß. Ich denke mal nicht, dass sie sich da unbesonnen haben. Aber wow, okay Leute, dann schnappe ich mir jetzt mal das, was ich eigentlich haben wollte. So, und ja, so, Clearstone, dann brauche ich noch Cobblestone. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell wir das hier hinbekommen. Also, Cobblestone. Nee, hier ist ein Steinziegel und hier ist Erde. Ach so, hier war doch Cobble, ne? Ja, genau, okay, dann nehmen wir uns hier mal eben ein bisschen Cobble raus. Muss ich oben anfangen? So, ich mach, genau, hier, genau, ja, ich hab's wieder reingetan, Flo, ich schwöre. Der hasst mich jetzt bestimmt schon wieder. Gut, so, ja, dann machen wir uns daraus jetzt eben den Stuff, den ich brauche, nämlich einerseits Mäuerchen, so, wunderbar. Und dann brauche ich, was brauche ich denn noch? Ich nehme mir noch Holz mit, Leute. Um mir ein Crafting... Ich darf den nicht abbauen, oder, Flo? Flo, darf ich den abbauen? Ich lasse das lieber. Ich gehe mal eben hoch, dann... ja, machen wir das mal so als kleine Mission. Wie schnell wird sich Daniel zurechtfinden hier und die Sachen finden, die er braucht? So, jetzt brauche ich gerade Holz. Holz, Holz, Holz. Hier ist Holz dargestellt. Holztreppen, Holz. Holzstufen, Holzprodukte. Holzprodukte klingt gut.
Okay, was haben wir hier? Okay. Ah, ach, sehr geil. Oh mein Gott, Leute, das ist so fancy. Flo, das sieht richtig doll aus. Es ist richtig toll. Ich streichel dich. Oh mein Gott, das habt ihr gut gemacht. Ja, ihr kriegt im Livestream nochmal ein richtiges Feedback. Wobei, die Folge kommt ja vor dem ersten Livestream. Was eigentlich ganz gut ist, weil das Thema ist ja, dass ich jetzt bei den Livestreams wieder anfange. Darüber will ich auch wieder reden. Und, genau. Ja. ich bin so... Das einzige Problem ist nur, dass ich gerade nicht ganz sicher bin, wie man auswendig... von hier zurück nach Hogwarts liegt. Das war ja beim letzten Warp-Koppel einfacher. Ich versuche ja möglichst nicht immer hier, ne, die Warp-Befehle zu nutzen. Oder seit neuestem versuche ich das, aber ich habe gerade irgendwie die Sorge, dass ich in die komplett falsche Richtung fliege. Ne, warte. Das sieht mir sehr nach dem alten Warp-Koppelberg aus. War nicht hier vorher Warp-Koppel irgendwie? Ne, da. Also, das kommt mir auf jeden Fall hier. Doch, da. Da war doch Warp-Koppel vorher. Hier. Ja, hier ist sogar noch trockene Erde. Ja, hier war das. Hier war Warp-Koppel vorher. Oh mein Gott, ich bin einfach richtig geflogen. Ja, war es auf jeden Fall, Leute. Oh mein Gott, ich bin richtig geflogen. Was ist denn jetzt los? Ja, bin gerade ein bisschen perplex. Normalerweise ist mein Orientierungssinn komplett lost und bescheuert. Aber, und der Animagus, ja, ich habe es auch vermisst. Das habe ich auch... Nein, gut, das habe ich gar nicht vermisst. Das habe ich nicht vermisst, nee. Okay, Leute, aber, wie gesagt, morgen um 19 Uhr findet endlich der erste Livestream nach der dreiwöchigen Pause statt. Hallöchen, Sadie, wer war das? Nee, Emma Granger, sie geht einfach weg. Ich wollte doch Hallo sagen. Hallo, Emma Granger, tschüss, Emma Granger. So, genau, also wie gesagt, morgen um 19 Uhr findet der erste Livestream nach der dreiwöchigen Pause statt und ich freue mich da oh, ich bin unsichtbar. Deswegen hat sie mich nicht gesehen. Ja, das erklärt natürlich einige. Ja, dann müssen wir nochmal kurz reloggen, Leute. Das Problem ist leider auch noch nicht ganz behoben, aber das ist auch relativ schwer, weil es liegt nicht an dem Server generell, sondern ich glaube hauptsächlich an den Mods und das ist halt so ein bisschen problematisch. Naja, so, ja, ich freue mich sehr. Wie gesagt, einige Themen, die ich mit euch ansprechen möchte. Und es ist wegen den Livestreams auch noch mehr im Argen. Und zwar möchte ich gerne, oder habe ich schon mal erzählt, will ich jetzt aber so ein bisschen konkreter machen. Ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft, sprich ab dem 1. September, wenn der neue Uploadplan da ist und ich das Ganze ein bisschen reduziert habe, möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Random-Content bringen. Sprich, nicht alles nur regelmäßig, sondern einfach, wenn ich mal Lust habe, was anderes zu machen. Und dazu zählt auf jeden Fall auch Twitch-Livestreams. Also, ich weiß noch nicht, ob es direkt ab dem 1. September ist, aber ich habe mir das als Idee so vorgenommen, das zu tun, weil ich einigen Input von anderen Twitch-Streamern bekommen habe und ich das Konzept dahinter eigentlich mega, mega cool finde und mir das richtig gut gefällt. Und vor allem, was mich am meisten daran begeistert, ist wohl, dass ich auch nicht Harry Potter-Content streamen kann. Weil hier auf dem Kanal, ne, das ist halt hier ein reiner Harry Potter-Kanal und logischerweise möchte ich hier auch nicht irgendwie komplett fremde Spiele let's playen. Ich möchte halt meinem Thema treu bleiben und irgendwo hat sich hier um das Thema Harry Potter und Wizarding World ja auch eine Zuschauerschaft gebildet und die haben, oder viele haben mich wahrscheinlich auch deswegen abonniert, weil sie hier Harry Potter-Content zu erwarten haben. Und das möchte ich auf jeden Fall auch nicht irgendwie untergraben oder, ne, verwässern oder wie man das auch immer nennen möchte. Und von daher wird es dann so sein, dass ich auf jeden Fall nur auf diesem Twitch-Account auch etwas fremden Content machen werde. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe zum Beispiel vor, DayZ zu streamen. Also da habe ich mega Bock drauf. Ist ein Spiel, was ich so privat sehr, sehr gerne zocke. Achso, warte, das war der, ne? Was ich privat sehr, sehr gerne zocke, was mir unglaublich Spaß macht. Aber auch das würde ich zum Beispiel nicht hier machen. Und ja, solche Sachen halt insgesamt. Wartet mal gerade, stopp mal eben. War das so schlau, die... Warte mal, ich muss jetzt ein, zwei... Hier kommt der erste, dann kommt hier der nächste. Und dann hier wieder. Genau. Hätte ich die Wand dahinter ja gar nicht abbauen müssen. Na gut, habe ich ein bisschen... Da war ich mal wieder ein bisschen zu schnell, Leute, ne? Man kennt es, man kennt es. Aber hier, die muss ich mit Koppel ausfüllen, genau. Das würde ich gerne noch in der Folge hinkriegen. Ich meine, ich glaube, ich habe mich sogar jetzt so equipped, dass ich alles dabei habe, was ich brauche. Ne, und das ist ein seltenes Phänomen, was natürlich an dieser Stelle auch entsprechend ausgekostet werden will.
Ja. Und auch was die generellen Livestreams auf meinem normalen Kanal anbelangt, das sei vielleicht auch nochmal an der Stelle gesagt, ich möchte auch gerne nicht nur LBH oder auch nicht nur, also Let's Build Fuchsbau, da bin ich immer noch mit mir am Überlegen, ich komme da einfach nicht zu einem guten Punkt, Leute. Ich denke, es wird als Folgenformat anfangen, womöglich wird es dann zu einem Livestream-Format. Ich möchte einfach nicht mehr ganz so viel Minecraft auf meinem Kanal bringen. Das ist eine Intention, die vielleicht manche von euch traurig macht, aber naja, ganz ehrlich, Leute, ich muss halt irgendwo am Ende auch selber entscheiden und nach eigenem Ermessen wissen, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Und Motivation ist halt gerade im Kreativen eine unglaublich wichtige Frage. Und ich habe einfach auch in der Vergangenheit gemerkt, dass ich mich extrem unter Druck gesetzt habe, auch durch die Leute, die halt dann, ne, traurig sind und geschrieben haben, ja, das ist schade oder ja, dann gucken wir dich nicht mehr oder so. Ich meine, ne, die gesagt haben, dass sie das traurig finden, das ist gar kein Vorwurf an diese Leute, weil das ist ja ihre einfach, ne, legitime Meinung, dass sie das traurig finden. Und da sage ich auch nichts gegen, aber ich sag halt, oder ich kritisiere mich da selber so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine, in der Form, dass ich dem halt, ne, dass ich mich da so unter Druck setze und dann nicht einfach das mache, was mir Spaß macht, sondern dass ich mich davon so leiten lasse. Aber ich habe auch schon ganz oft gesagt, das Ding ist halt, man kann sich durch sowas nicht leiten lassen. Es gibt halt genauso viele unterschiedliche Meinungen, wie es Zuschauer auf meinem Kanal gibt. Mehr oder weniger zumindest. Und das ist halt etwas, was man einfach, man kann nicht die eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt. Und im Endeffekt ist es dann so, dass es natürlich mehr Sinn macht, dann am meisten Wert auf meine eigene Meinung zu legen, wenn ich auch natürlich eure Meinung mit einfließen lassen will und muss, ja, muss in Anführungszeichen, aber will auf jeden Fall. Und das versuche ich auch. Und deswegen wird LBH auch kein Stream-Format, obwohl ich das auch schon mal so gedacht oder geliebäugelt habe mit, aber da haben auch viele Leute gesagt, nee, Daniel, das wäre doof. Deswegen bin ich den Kompromiss eingegangen zu sagen, yo, da machen wir einfach weniger LBH-Folgen pro Woche, aber kein Livestream-Format daraus. Das wird vielleicht immer noch nicht jedem schmecken, aber es ist ein Kompromiss und das ist das, was ich versuche zu erreichen in der Form. Und ja, ich denke aber auch, dass LBH als Zeugenformat natürlich auch Sinn macht. Mir haben auch viele Leute gute Argumente gegeben, warum es Sinn macht, da eben ein Folgenformat draus zu machen oder das zu lassen als Folgenformat. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass ich generell mehr so auch die Livestream-Aspekte generell ein bisschen auffrischen möchte und ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen möchte. Das habe ich auch vor dem Urlaub so ein bisschen versucht hinzukriegen. Das heißt, so mehr verschiedene Themen in den Livestreams und ja, dadurch irgendwie auch, ja, einen unterschiedlichen Reiz zu schaffen, weil klar, wenn man immer nur LBH streamt, so, ne, das ist alles schön und gut, aber das hat halt seine Abläufe, ne, viele mögen diese Abläufe einfach, weil es so eine Konstante ist, die man dann pro Woche hat, ne, man weiß, ey, dienstags, donnerstags finden die LBH-Livestreams statt und da wird dann eine Bauaufgabe gemacht vom Bauteam und Daniel erzählt weirden Stuff und dann gehen wir vielleicht noch Liebe streuen, setzt jemand auf die Abo-Wand, ne, der Ablauf ist halt relativ gleich, das ist kein Kritikpunkt, ganz im Gegenteil, also, wie gesagt, viele genießen diese Konstante und viele, ziehen da sehr viel Kraft raus und das gibt mir wiederum sehr viel Motivation und Kraft auf jeden Fall. Und kriege ich die Treppe da irgendwann? Warte mal, da muss ich mal, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder eine Treppe irgendwie reinkriegen. Das ist ja wieder grauenhaft. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man etwas so lange macht. Ich glaube, ich habe das jetzt schon tausendmal gesagt, aber es sei nochmal an dieser Stelle gesagt. Ich mache das seit 8 Jahren, Leute. Und natürlich, klar, irgendwie wünsche ich mir auch so ein bisschen mehr Abwechslung bei dem Ganzen. Und ja, wenn wir das hinkriegen, dass wir da eine Lösung finden, die möglichst viele begeistert, möglichst viele glücklich stimmt, dann würde mir das wirklich sehr, sehr viel geben. Deswegen, Leute, lasst mich trotzdem eure Meinung gerne wissen. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn ihr genauso auf Kompromisse aus seid und euch das wünschen würdet, wie ich das bin. Und ja, genau. Soweit, so gut, Leute. Ich freue mich, wenn ihr morgen dann alle einschaltet um 19 Uhr zum großen Let's Build Hogwarts Livestream nach meiner Pause mit dem neuen Regal. Wohlgemerkt, das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, weil ja, ich habe ja schon in dem Roomtour-Video ein bisschen was gezeigt. Und ja, da hat sich, warte mal, habe ich einen Fehler gemacht? Da hat sich einiges getan, vor allem habt ihr auch schon die LED-Stripes gesehen, die ich am Regal angebracht habe. Wohlgemerkt habt ihr die nicht leuchten sehen, was ein bisschen Kalkül von mir war, weil ich halt die Vorfreude so ein bisschen anstacheln wollte, dass ihr euch dann, ne, darauf freuen könnt, wie es dann letztendlich aussieht. Und ich kann euch, wie gesagt, auch wie in dem Roomtour-Video schon gesagt, nur sagen, dass es echt nice ist. Und dass ich sehr begeistert bin und mich sehr freue, euer Feedback dazu zu bekommen. Und hoffe einfach, dass euer Feedback sich mit meiner Meinung dazu deckt und dass ihr nicht schreibt, ist das scheiße oder so. Aber ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Also vielleicht werden manche diese Umgewöhnung wieder so ein bisschen brauchen, so, ne?
Das ist ja oft der Fall, gerade bei mir auf dem Kanal, weil halt diese ganzen Konstanten sind. Aber ich denke trotzdem, dass, ja, dass man sich da schnell gewöhnen kann und dass es trotzdem einen sehr, sehr schönen und einen sehr, sehr, ja, angenehmen Effekt hat. Ich bin gespannt, Leute. Ich freue mich sehr darauf. So, das Wandprofil selber haben wir jetzt hier an der Stelle auch vervollständigt. Müsste jetzt noch auf der Seite passieren, aber gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Jetzt ist halt nur die Frage, ich glaube, ich muss diesen Leitpfosten später nochmal ein bisschen nach vorne setzen oder generell dieses Wandprofil hier ein bisschen nach vorne setzen, weil, ne, diese Decke, also dieses Stück muss ja hier auch noch aufgefüllt werden, aber dann verstecken wir das hier. Das war auch, glaube ich, damals der Grund oder am Anfang der Folge der Grund, warum ich das nach hinten gebaut habe. Okay, ja, da werde ich mir was überlegen, aber gut, das Wandprofil, das kann man schnell nach vorne setzen, das ist jetzt nicht das allergrößte Problem. Und ja, dann werden wir uns natürlich auch hier um die Wand noch kümmern und um diese kleine. Die Figuren müssen noch gesetzt werden. Das mache ich dann auch in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werde ich den Shader auch wieder ausmachen. Ich glaube, es ist insgesamt hier auch sehr, sehr dunkel. Deswegen, ja, glaube ich, ohne Shader ein bisschen besser. Und danach folgt der Trollraum. Genau, der Trollraum, dann der Zaubertrankraum. Ich hoffe, ich bringe gerade nichts durcheinander. Ja, und wo sind die da? Wer ist das? Rachel, Annabeth und noch jemand? Wo ist das da? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, wie können die da überhaupt hinkommen? Naja gut, das sind Fragen, die man sich später stellen kann, Leute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder am Mittwoch zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen.